Moin Moin, herzlich willkommen. LS17 am Start hier auf der Stappenbach. Sind wir fleißig am Wühlen immer noch. Wir, meine ich, King. Moin. Und den Daniel. Hallo. Daniel klingt immer so begeistert. Egal, was du sagst. Hallo. Reicht auch langsam mit der Folge hier wieder. Hey. Ja, das ist die letzte. Aber ich weiß noch, irgendeiner hat gesagt, aber so ein paar Folgen Vorlauf, das ist ja nicht so viel. Ne, Daniel? Zwei hätten noch gereicht. Ah. Wo ich mit bei bin, der Rest hättest du alleine machen können, später. Nee. Nee. So, ich hole mir die Seemaschine, ne? Düngen wäre vielleicht auch noch eine Lösung. Mach ich schon. Macht der King doch schon. Dann eine Seemaschine. Was wollen wir anbauen? Raps, Soja, keine Ahnung. Irgendwas, was Kohle bringt erstmal, oder? Bringen wechselt ja auch. Ja. Sonnenblumen haben wir nichts. Gut. Machen wir Sonnenblumen. Alter, die Birke fällig hier, aber unter Garantie, ey. Es sind noch mehr so Bäume. Alter, der. Aber du fährst hier gerade auf dem Feldweg, so wo ist die Ketten. Wir haben noch keine Kettensäge. Nein, haben wir nicht. Alter, ich kaufe jetzt eine Kettensäge, ich fäll das Ding und schieb das Ding zur Seite. Hier eine schöne Husqvarna. Oder eine Stiel? Eine Stiel. Also ich bin für Stiel. Na, warum kann ich das Ding nicht fällen? Komm schon. Da! Scheißegal, wo das Ding hinfällt. Ich will das hier nicht mehr sehen. Da müssen noch mehr Bäume dran glauben. Ja, tschüss. Er fällt nicht. Komm, Fendt. Fendt-Power. Den hauen wir um. Ganz ehrlich, das Ding ist... aber. Da bin ich schon. Das war der, wo ich mit dem Drescher hängen geblieben bin. Wo du hier schön zwischen den Feldern durchfahren kannst. Ja, die Bäume wachsen nicht sehr hoch. Ja, zack.
So, ich habe mir einen Baum aufs Feld gelegt. So, jetzt bin ich zufrieden. Ihr seid schon fast fertig mit dem Feld. Ja, wenn du da 10 Stunden lang einen Baum fällst. Ja. Wenn du ja wieder Brummelotto spielst, ist ja kein Wunder. Menno! Weil wir betätigen auch so ein Gaspedal und nicht nur die Bremse, so wie bei dir. Ja, wer steht hier im Gebüsch? Keiner. Keiner.
Und nu? Und nu? Weiß nicht, entweder du hilfst mir noch kurz mit dem Feld oder keine Ahnung. Na, Daniel, zur Arbeit. Ja, essen, noch was essen zu machen. Ah. Was gibt's denn? Knorr-Spaghetti wahrscheinlich. Hm. Ja, gute Idee. Ich glaube, ich mache auch Spaghetti. Hatte ich auch heute. Ja. Spaghetti Carbonara vom Miracle. Oder irgendwas mit Eier. Eier habe ich auch noch. Eine schnelle Spiegeleibrate oder sowas. Hm. Rote Käse, dann könnte ich das drauf machen. Was schnell geht. Fährst du nochmal deinen Wiesen düngen, oder? Nee, ich hab mir das falsche Ding geschnappt. Ach so. 102, glaube ich, müsste auch nochmal nachgedüngt werden. Ja, stimmt. Die 102 müssen mal gedüngt werden. Und die Wiesen halt, die werden auch noch. Die habe ich nur einmal gemacht gehabt. Ja, dann mache ich schon halt das. Na süß. Heute Abend auch gespielt oder machen wir mal Pause? Also ich spiele heute Abend auch. Ich definitiv. Na, die macht Spaß wieder, was Neues. Ja. Viel, ich hab keine Hobbys. Viel zu arbeiten. Ja. Genau, kein Leben. Ja. Wurde ich auch schon öfters gefragt, hast du kein Leben? Wie kann man im Alter nur sowas spielen? Warum nicht? Ja. Andere kippen sich jedes Wochenende die Birne zu von einer Party. Ja, ja super. Die wissen dann wirklich nichts mehr vom Leben, was sie gemacht haben. Ja! Und teuer ist es auch. Ja. Wenn man mich gerade aushalten lässt, dann ja. So, ich verabscheue mich und dann sehen wir uns. Jo, ruhige Geschichte, Daniel. Ja. Tschüssikowski. Bis später. Auf die Tage. So Leute, heute machen wir ein bisschen länger. Heute machen wir das Feld hier fertig noch. Oh, Sprit im roten Bereich. Hm.
fährt er quer durchs Feld. Ja, irgendwie muss man ihn anfangen, ne? Ja. Ja, für sowas bräuchten. Aber das brauchen wir nur am Anfang, wenn wir ein Feld gekauft haben. Insofern ist es eigentlich. Aber für sowas könnt ihr große Spritze gebrauchen. Weißt du, den Spritzenwagen, ne? Irgendwie 36 Meter Breite hat er ja. Ach so, ja. Die Pflegebereifung. Ach, du meinst das fahrbare Ding? Das fahrbare Ding. Ah, ja. Hast du ihn auf 24 Meter eingestellt? Ja. Okay. Die ist ja nur so schmal aus, deswegen dachte ich. Jetzt kriegt das Feld auch schön die zweite Düngestufe bei dir. Ja, aber siehst du, dann hat er das trotzdem nicht angenommen, weil ich hatte das Feld ja vorher auch gedüngt einmal. Aber es hat er mit dem Untergrubbern von der Düngemaschine, der Sämaschine, dann nicht gemacht. Oh. Mann, Mann, Mann. Naja, gut. So Leute, das war's dann mit dieser Folge. Ne? Ihr wisst es, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, kommentieren. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis morgen. Haut rein. Tschüss. Tschüss.